ich in den letzten Wochen gewahr wurde, als wäre das ganze Land dem Wahn verfallen. Und deshalb kämpfen wir, um den Krieg zu beenden, auf dass die Vernunft wiederkehrt. Das Volk will verzweifelt Führung. Es ist einfach für Männer wie Jubair, das zu nutzen und sie für das Böse zu gewinnen. Geht, Altair, kehrt zu Al-Mualem zurück und berichtet ihm von der guten Tat, die ihr vollbracht habt. Friede sei mit euch, Rafik. Und auch mit euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Spule vor. So, das hätten wir komplett erledigt. Sehr schön. Das heißt, nur noch einer fehlt. Ich habe zwar vergessen, wer das war, aber egal. Das werden wir sehen. Erstmal geht's uns nach Masyaf. Zu einem Gespräch mit Al-Mualem. Und neues Upgrade. Sehr schön. Neues Upgrade bekommen wir auch noch. Ein weiterer wurde zur Ruhe gelegt. Was geht ab? Euer Werk ist beinahe vollbracht. Und euer Rang wiederhergestellt. Eine Frage, Meister, wenn ihr erlaubt. Fragt und ich werde antworten. Warum diese Männer, Jubair und Sibrand? Ah, seht ihr es denn nicht? Sie ebnen den Weg für Veränderungen. Sorgen dafür, dass sich alte und neue Bedrohungen nicht einmischen. Sie zu schwächen heißt unseren Feind zu schwächen. Ich schätze, das ergibt einen Sinn. Würden diese Männer ihre Arbeit fortsetzen, wäre unsere Arbeit bald zunichte gemacht. Wie das? Wir haben ihnen großen Schaden zugefügt. Wir schlagen Arme ab, ja. Aber wir haben es mit einer Hydra zu tun. Und die kann abgetrennte Glieder schnell ersetzen. Wir sollten ihr den Kopf abschlagen, um es zu enden. Bald. Bald. Wir kommen der Sache näher. Nur ein Mann steht noch zwischen uns und dem endgültigen Sieg. Dann gehe ich ans Werk. Je eher dieser Letzte erledigt ist, desto eher treffe ich unseren eigentlichen Feind. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage an euch. Natürlich. Was ist die Wahrheit? Wir glauben an uns selbst. Wir sehen die Welt, wie sie wirklich ist und hoffen, dass es eines Tages alle Menschen erkennen werden. Und was ist die Welt? Eine Illusion. Wir können uns ihr hingeben, wie die meisten, oder sie hinter uns lassen. Was heißt hinter uns lassen? Zu erkennen, dass nichts wahr und alles erlaubt ist. Dass kein Gott Gesetze diktiert, sondern der Verstand. Jetzt begreife ich, dass unser Credo uns nicht anleitet, frei zu sein. Es heißt, uns weise zu sein. Seht ihr nun, warum die Templer eine Bedrohung darstellen? Während wir die Illusion zerstreuen, benutzen die sie, um zu herrschen. Ja, um die Welt so neu zu formen, wie es ihnen passt. Deshalb entsandte ich euch, um den Schatz zu stehlen. Deshalb halte ich ihn unter Verschluss. Deshalb müsst ihr sie töten. Solange auch nur einer überlebt, überlebt auch ihre Idee von einer neuen Welt. Nehmt eure Ausrüstung. Sucht den letzten Mann. Nach seinem Tod wird Robert de Sable zumindest verwundbar sein. Es wird geschehen. Friede sei mit dir, Alter. Oh ja, Friede sei mit mir. Und wir haben ein geiles neues Kurzkampfschwert bekommen, ja? Das ist doch sehr schön. Aber ich habe hier gerade schon wieder ein paar Probleme mit der Aufnahme, was mich schon wieder aggressiv macht. Deswegen werde ich gleich nochmal das Spiel kurz beenden. Neue Fähigkeit erlernt, neuer, mehr Schaden. Alles klar. Ich würde sagen, ich unterbreche kurz. Bis gleich. So, und damit lasse ich es auf einen neuen Versuch ankommen. Ich sollte innerhalb von ein paar Minuten gleich merken, ob es geklappt hat oder nicht jetzt. Werde ich gewahr. In der Zwischenzeit geht's allerdings schon mal auf den Weg nach Akon. Alles klar, ab geht's ins Büro von Akon. Da waren wir ja gerade, das ist ja das von den Kreuzrittern die Geschichte. Und in Machtstände, um sich einen Fluchtweg zu schaffen. Genau, und das war das da am Hafen, glaube ich. So, gleich erstmal erstes markieren, das ist wieder ein etwas größeres Gebiet. Oh ja, und ich denke, jetzt werde ich mal das Kurzkampfschwert nehmen, weil jetzt haut das richtig fett rein. Gerade gegen mehrere Gegner ist es äußerst effektiv. Was stimmt nicht mit ihm? Was habe ich euch getan? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Oh, das können wir ja nicht so. Bewegung! Zack. Stell dich der
dich, was du willst! Gott ist mit mir, du Narr! Du kannst nicht siegen! Bam! Zack! Zack! Oh, gekontert! Wie fies! Zack! Kehle aufgeschlitzt, nice! Ach ja, ich liebe diese Konter! Und platsch! Jo, das war nice! Nur Gott allein weiß, was diese Männer mit mir anstellen wollten. Ein Glück, dass ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Na dann. Oh nein. Wie schrecklich. Na dann. Die sind wirklich düster. Ups. So, bevor der irgendwie noch hier mich entdeckt und dann hier ich wieder kämpfen muss. Also, ich meine, ich habe nichts gegen Kämpfen, ich metzel die einfach ab, aber ich will jetzt erstmal mich hier... Oh, cool. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Ja, dann machen wir das gleich mal. Das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Na, dann machen wir das doch gleich mal, wenn wir schon dabei sind, ne? Ich ist sowieso in derselben Richtung in etwa. Schieb ab. Er ist ein toter Mann. Wenn er sich erneut hier zeigt. Ich bin sicher, dass... So, mal schauen. Wo müssen wir denn überhaupt ganz hin? Ach du Scheiße, okay. Das ist doch ein ganzes Stück. Wie achtlos kann man? Naja, okay, oder auch nicht. Ach man! Macht er noch einen Schritt zurück, dass ich ihn voll umrempel oder in ihn reinlaufe oder so. Voll absichtlich. Ihr dürft nicht passieren. Fresse halten. So. Friede sei mit euch, Bruder. Jo, peace. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Ja? Kann man bloß hoffen. Aber jetzt muss ich erstmal hier den Aussichtspunkt erklimmen. Bevor ich irgendwas anderes machen kann. Oh. Oder auch nicht. Zack. Oh. Hab ich der Frau eine verpasst. Ich rette dich. Zack. Alter, halt's Maul. Der geht mir voll auf den Sack. Flatsch. Nice. Bam, bam. Ich hol mir deinen Kopf. Eins muss man den lassen. Die können echt schnell ihr Schwert ziehen. Das schwöre ich. Ja, wäre echt super von dir. Was Verwerfliches tun? Mein Gott! Was ist hier geschehen? Oh, verdammt, jetzt habe ich ein Messer geworfen. Scheiße! Das ist doof gelaufen. Was ist passiert? Ganz unauffällig. Hey, ich bin voll unauffällig, ja? Och man, schiebt ab. Ich würde sagen, Messer. Danke. Boah. Wie fies ich bin, ey. Tschüss. Scheiße, Mann, das ist noch so weit. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Da komme ich auch hoch. Gut, dann würde ich mal sagen. Von hinten. Komme ich von hinten.
Haltet eure Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen. Ich bin schon längst da. Naja, könnt ihr ja nicht wissen. Und wir sind oben. Yay. Heide, dafür. Ja, ich liebe das. Man versaut die ganze Szene irgendwie. So, damit hier Ruhe ist. Oh, okay. Warum auch nicht, ne? Bitte tut das nicht wieder. Ist gebongt. Gebongt. Geh, du wirst bluten. Oh. Ach man, nerv nicht! Drei Schläge und der ist weg, ey. So ein Bob. Oh, cool. Geht gerade nicht, ich muss gerade hochklettern. Ich kann mich nicht zeigen. Ansonsten gerne. Bin ja immer so hilfsbereit, ne? Ist das Französisch oder Englisch? Egal. Oh, eine Möwe. So, wenn ich schon mal hier bin, mache ich das gleich auch noch. Haltet ein, bitte. Aus dem Weg. Tu me fais perdre mon temps. Je vais mourir. Bam, bam. Easy. Noch eine Minute und sie hätten mich entführt. Ich schon. Okay. Warum auch nicht? Warum zu Ende reden? Ist doch so viel einfacher. 1, 2, 3, 4, 5. Alter, ich gehe erstmal da hinten hin, weil der so weit weg ist. Der Rest ist dann so geballt. Aber das mache ich dann lieber zum Schluss. Das ist wahrscheinlich der Leuchtturm da hinten ganz. Haha. Haha. Ey. Arschloch. Kann ich auch. Oh, der ist auch schon hier. Oh, geil. Wenn die ins Wasser fallen, sind sie sofort tot. Geil. Oh, da ist er abgesoffen. Er süffelt. Ne, eigentlich wollte ich den dort oben. Na also. Oh, verdammt. Alter, hier kann auch nicht schwimmen. Ezio kann das. Sollten sie einen Tumult verursachen, ist es ratsam, dass... Naja, gut, da wollte ich ja auch eigentlich nicht hin, ne? Naja, gut, es ist nicht weit. Kann mir jemand sagen, warum er das tut? So, passt auf, ihr Narr. Oh, wie geil. Haltet eure Augen offen, bitte. Bam! Erbärmlich! Du magst es noch, zack. Zack. Bam. Nice. Alter, wie wir die so ohne Probleme erledigen hier praktisch. Ach, darüber muss ich sowieso. Okay, dann kann ich ja auch.
Ein Verrückter im Hafen, neben Besoffener.